Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Drakensang, wo wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, wie man dieses System wunderbar exploiten kann, um eine unendlich große Anzahl an Fertigkeitenpunkten zu erhalten. Und ich muss mich wirklich zusammenreißen, um das nicht derbe auszunutzen und unsere gute Sinwe hier so hoch zu leveln, wie es aktuell nur irgendwie möglich ist, weil das total langweilig wäre und den Spielspaß wahrscheinlich ein bisschen senken würde. Falls wir zwischendurch aber eine Situation treffen sollten, wo uns vielleicht 5 Punkte fehlen oder so für irgendeine Fertigkeit, werde ich nochmal drüber nachdenken, das Ganze vielleicht im Nachhinein dann doch nochmal zu machen. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Abenteuer. Wir haben uns ja letzten Mal hier in diesem kleinen Lager so ein bisschen umgesehen. Jetzt ist es an der Zeit, mit den wichtigen Charakteren zu reden. Aber zuerst nochmal mit dem Bredo. Bredo! Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Zeig mal, was du hast, Bredo. Ich habe nämlich jede Menge Zeug, was ich gern verkaufen wollen würde. Tatsächlich. Rostige Nägel sind nicht mehr einsatzfähig, so rostig wie sie sind. Okay. Ich habe einen Heiltrank. Wem habe ich den denn geklaut? Okay, gut, 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 gut. Das Bier, das Quellwasser, ja, die anderen Sachen behalte ich mal. Die Pfeile vielleicht für einen Fernkämpfer, wobei Sinway vielleicht selber auch Fernkämpfer werden könnte. Die würde ich direkt doch alle nehmen, mein guter Freund. Ja, das lassen wir mal dabei. Und du hier, hast du was auch noch irgendwelche? Von der alten Auralia? Ich würde gerne euer Angebot sehen. Die hat noch ein paar Rezepte, ich glaube, die kaufe ich alle. Schadet ja sicher nicht, wenn wir diese Rezepte in unserem Besitz haben, oder? Gullmondblatt habe ich. Einmal so ein bisschen die entsprechenden Sachen entsprechend verteilen hier. Dann machen wir es so. So, Gullmondblätter. Habe ich mir das schon angeguckt? Fleischige, grünbraune Blätter von Handtellergröße, die zerkaut als gutes Aufputsch- und Heilmittel gelten. Gullmond ist ein Bestandteil vieler alchemistischer Rezepte. Cool. Apropos Rezepte. Wir haben hier einmal Waffenbalsam. Ein Rezept, um einen Balsam für Waffen herzustellen. Waffenpflege ist ein nicht zu unterschätzender Helfer im Kampf. Wundpulver. Das Rezept Wundpulver lehrt den Anwender, aus Alraunenpulver und verschiedenen zerriebenen Heilkräutern ein blutstillendes Präparat herzustellen. Das Wundpulver wirkt, nachdem man es auf die Wunde aufgetragen hat, in wenigen Momenten und schließt somit jede noch so tiefe Wunde. Mutelixier. Ein simples Rezept, um ein Mutelixier zu brauen, das dem Anwender Kühnheit für den Kampf verleiht. Und Gullmondtee. Das Rezept Gullmondtee lehrt dem Anwender, aus den Blättern des Gullmond ein Aufputschmittel herzustellen, welches in den kritischsten Momenten einer Krankheit oder Vergiftung zur Heilung führt. Cool. Das lernen wir natürlich auch gleich. Leute, ich muss an dieser Stelle jetzt ein ganz, ganz kleines Geständnis ablegen. Zwischen der letzten Folge und dieser
bin ich nämlich kurz noch mal bei diesem Gardisten an der Brücke gewesen und habe mir ein paar Fertigkeitenpunkte tatsächlich noch mal, ja, sagen wir es, wie es ist, erschummelt. Bin aber auch ein Streuner, ja, da ist es okay. Um die Pflanzenkunde noch ein bisschen zu erhöhen. Pflanzenkunde 3, das ist das Maximum, was wir haben können. Ich werde aber in Zukunft versuchen, auf diesen Exploit zu verzichten, obwohl er doch relativ offensichtlich war, wenn ich ihn innerhalb von 10 Sekunden gefunden habe. Aber deswegen finde ich es spannend, dass der nicht rausgepatcht worden ist. War das den Entwicklern egal? Ist das beabsichtigt? Und warum habe ich hier eigentlich ein Bild von Kratos auf meinem Ding? Was ist hier los? So, okay. Wir beginnen mal mit den Gauklern hier. Beziehungsweise ich speichere nochmal. Hoppla. Und mache vorher einen Taschendiebstahl. Hat nicht funktioniert. Es bleibe dabei. Ich versuche es noch zweimal. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich frage mich halt, ob es einen Unterschied macht, ob ich es von vorne oder von hinten mache. Salinas Brosche. Ein wirklich schönes Schmuckstück. Das lade ich neu. Ich glaube nicht, dass ich das... Das ist doch das Diadem, was sie sucht, oder nicht? Wenn ich Salina beklaue? Hamlocks Brosche. Die Brosche von Salinas nervigem Bruder. Sie sieht ja eigentlich ganz nett aus, aber Hamlocks Amplitz relativiert es wieder. Dann ist es nicht das, was sie sucht. Okay, dann schnappe ich mir die beiden doch hier. Hat das wirklich keine negativen Konsequenzen, wenn ich vom Taschendiebstahl erwischt werde? Jetzt die ersten drei Folgen, also jetzt die letzte, diese hier und die nächste, die sind am Stück entstanden. Ihr könnt mir das aber ruhig in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das in den kommenden Folgen berücksichtigen und werde dann vielleicht nicht mehr so oft abspeichern. Vielleicht bin ich da jetzt halt im Moment ein bisschen übervorsichtig, ich weiß es nicht. Pfeile lege ich mal woanders hin. Achso, Geld war das, was ich da noch... was dem Inventar gezogen hatte, ne? So, guten Tag. Was gibt es denn? Ich habe euer Gespräch mit der Wache mitbekommen. Dann sprecht mit Salina. Immerhin hat die ja ein Problem und nicht ich. Aber ich suche zwei Leumundszeugen für die Weiterreise nach Ferdok. Und da habt ihr nichts Besseres zu tun, als den Mann mit der lustigen Mütze zu fragen? Nun, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Pah! Seh ich aus wie ein Leumundszeuge? Ihr stehlt meine Zeit. Ach, lass den alten Ziegenbock. Sprecht lieber mit mir. Er mischt sich dann ganz von selbst ein. Ja, sprecht mit meiner Schwester. Die ist redseliger. Nun denn, ich meine, so lustig ist die Mütze jetzt auch nicht. Gut, Salina also. Ja, bitte. Ich bin Sinway Schlagrecht und auf der Durchreise nach Ferdok. Aber ich habe zufällig euer Gespräch mit der Wache verfolgt. Ach, dann wisst ihr ja, dass ich bestohlen wurde. Ein wertvolles Diadem war es, ein Familienerbstück. Das ist höchst bedauerlich. Habt ihr denn irgendeinen Verdacht, wer als Täter in Frage kommen könnte? Nun, es war wohl... Sagt es doch einfach, Schwesterchen. Dranor war es, dein geliebter Dranor. Hamlock, du alte Wetterkrähe, halte dich gefälligst aus meinen Angelegenheiten heraus.
Wenn du nur immer schön auf mich hören würdest, dann hättest du weniger Probleme im Leben. Hört endlich auf damit, das ist ja nicht zum Aushalten. Wenn ihr schon dazwischen plappern müsst, dann verratet mir lieber, wie ich nach Ferdok komme. Ignoriert dieses lästige Frettchen einfach. Auch wenn Dranor in den Diebstahl verwickelt ist, glaube ich nicht, dass es seine Idee war. Bitte findet meinen Geliebten für mich. Als Gegenleistung werde ich euch auch helfen, nach Ferdok zu gelangen. Ich verstehe nicht ganz, wie soll eine Gauklerin mir dabei helfen können? Keine einfache Gauklerin, eine Gauklerkönigin. Eine Gauklerkönigin ohne Krone! Klappe, Hamlock. Nun gut, Salina, ich will euch helfen. Habt ihr denn eine Vermutung, wo sich Dranor versteckt halten könnte? Sucht nach Runkel Börsenhauer. Das ist ein alter Freund von Dranor. Ich halte zwar nicht viel von ihm, aber vielleicht kann er euch mehr erzählen. Mich würde nicht wundern, wenn er diese Dieberei ausgeheckt hat. Dürfte ich euch vorher noch etwas fragen, Salina? Aber natürlich. Ich würde gerne mehr über Dranor wissen. Was genau möchtet ihr denn über ihn wissen? Bitte erzählt mir von ihm und euch. Ach, mein süßer Dranor, warum musste er mich nur so enttäuschen? Ich hätte ihm alles gegeben, was eine Frau wie ich zu geben vermag. Gaukelt mir Liebe und Zuneigung vor und bestiehlt mich. Was für eine Schmach. Und das mir, Salina der Gauklerkönigin. Siehst du, Schwesterchen, so ist es schon vielen deiner Geliebten ergangen. Warum bist du nur so gehässig, Hamlock? Dranor und ich, wir waren ein Paar in Rajas Gunst. Meint ihr, Dranor könnte Gründe für seine Tat gehabt haben? Wisst ihr, wie sehr ich das hoffe? Deshalb müsst ihr ihn mir auch unbedingt zurückbringen, damit ich ihn zur Rede stellen kann. Kann ich euch noch etwas fragen? Aber natürlich. Wisst ihr nicht, wo sich Dranor aufhalten könnte? Bitte denkt noch einmal scharf darüber nach. Hier in dem Ort ist er bestimmt nicht. Und nach Ferdok kommt auch niemand durch. Oh nein. Er wird doch nicht in den Wald gelaufen sein? Bitte, Sinway Schlagrecht, eilt und sucht ihn. Ich fürchte um sein Leben. Mit dieser Bande da draußen ist nicht zu spaßen. Na und, soll ihn doch der Rabe holen. Die Gespräche sind relativ ausgedehnt, oder? Ich hab tatsächlich schon fast das Gefühl, eine halbe Stunde pro Folge wird dem Spiel nicht wirklich gerecht. Aber noch mehr schaffe ich nicht. Von daher tut mir leid, wenn das alles ein bisschen langsamer läuft, aber ich find's interessant und spannend. Was für ein Kerl ist dieser Dranor? Ach, was fragt ihr? Wollt ihr mein Leiden noch erhöhen? Dranor ist ein Bild von einem Mann. Seine Haut ist wie Samt und er hat Haare wie Seide. Seine Sprache ist feurig und doch sanft zugleich. Er führt das Schwert wie ein Meister und seine Finger sind sanft und schnell an fremdem Eigentum. Verschone uns mit deinen Schwärmereien, Schwesterherz. Dranor ist ein eingebildeter Stutzer, ein Taugenichts- und Tagedieb, wie er im Buche steht. Jetzt langt es mir aber, alter Meckerdrache. Mischt euch doch einmal nicht ein, wenn ich mit eurer Schwester rede. Ach, beachtet ihn einfach nicht, Sinway. Kann ich euch noch was fragen? Natürlich. Ich muss mit Zöllner Nandor sprechen. Könnt ihr mir sagen, wo ich ihn finde? Nandor befindet sich am Grenzübergang Richtung Ferdok. Immer der Straße nach. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Wer ist dieser Stinkstiefel mit der Gauklermütze hier überhaupt?
Fragt mich doch gefälligst selbst, wenn ihr etwas von mir wollt. Ach, jetzt auf einmal. Ihr wolltet ja nicht mit mir reden. Jetzt will ich aber. Hat man euch denn keine Manieren beigebracht? Tja, darf ich vorstellen? Mein Bruder Hamlock. Possenreißer und Spaßmacher. Hallo? Sagt mal, hat hier irgendjemand gehört, was ich eben gesagt habe? Augen zu mir, wenn ihr was wollt. Schon gut, hat sich bereits erledigt. Lasst ihn sich ausmeckern, er hat sonst nichts im Leben. Ich hätte da noch eine Frage. Aber natürlich. Was macht ihr eigentlich hier? Wir wollten ursprünglich nach Ferdok reisen. Dort soll demnächst der neu erbaute Hesinde-Tempel fertig werden. Anlässlich dieses Ereignisses hat der Graf von Ferdok ein großes Fest angekündigt. Tja, und wo Feste sind, da sind Gaukler nicht weit. Eine letzte Frage hätte ich noch. Aber natürlich. Wisst ihr vielleicht, weshalb der Weg nach Ferdok von den Wachen versperrt wird? Ich habe nicht die blasseste Ahnung. Selbst Nandor wollte mir nichts Näheres verraten, was sonderbar ist, da es ihm eigentlich sonst nie gelingt, mir etwas zu verheimlichen. Nandor, der alte Esel. Ja, ja. Nimm lieber den als Mann, als diesen diebischen Dranor. Bei genauerer Überlegung bleibt mir wirklich keine Zeit. Ich muss dringend weiter. Gehabt euch wohl, Salina. Das war doch interessant. Moment. Wir müssen Einbeeren sammeln, dann mehr Gelegenheit. Das Diadem und der Geliebte. Die Gauklerkönigin Salina hat den Diebstahl eines wertvollen Familienerbstücks zu beklagen. Pikanterweise ist Dranor, ihr Geliebter, unter den Verdächtigen. Ich habe mich bereit erklärt, ihr zu helfen. Sollte ich erfolgreich sein, will sie mir helfen, an einen Passierschein nach Ferdok zu gelangen. Salina hat mich gebeten, ihren Geliebten zu finden, ob wirklich er hinter dem Diebstahl des Diadems steckt. Laut Salina könnte ein alter Freund Dranors wissen, wo er sich versteckt halten könnte. Wenn es mir gelingt, ihn zu finden, werde ich mehr wissen. Die Gauklerkönigin Salina wird ihren Einfluss bei Zöllner Nandor geltend machen, sobald ich ihr aus ihrer Not geholfen habe. Okay. Uns können Quests auch scheitern, das ist interessant. So, Bredo? Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Hallo Bredo, ich würde gerne einen Blick in deine Kiepe werfen. Ich habe wieder was zum Verkaufen, Bredo. Ist mir zufällig zugesprungen. Okay. Bevor wir jetzt aber gehen. Also zum einen hatten wir doch, meine ich, hier irgendwo. Da ist ein Einbärenstrauch. Verdammt. Respawnen die mit der Zeit? Die respawnen bestimmt, ne? Auch der Runkelbörsenmann wird mir angezeigt. Das ist ja doof eigentlich. Ah, ihr schon wieder. Was gibt's? Das ist so die Art Spiel, bei der meiner Meinung nach Questmarker jetzt nicht unbedingt notwendig sind, oder? Sagt, kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Sicher. Fragt nur. Habt ihr denn gar keine Möglichkeit, Salina bei der Suche nach dem gestohlenen Diadem zu helfen? Sicher würde ich ihr helfen, wenn ich könnte. Aber ich habe einfach nicht genug Männer hier, um mich auch noch um solche Dinge zu kümmern. Ich muss aufbrechen. Auf bald, Feldwebel. Gut, dann ziehen wir mal weiter. Ich guck gerade noch mal, ob wir hier irgendwo Einbären haben. Hier ist Würselkraut.
Nehmen wir natürlich mit. Ich muss noch mal ganz kurz in die Einstellung gucken, also beziehungsweise in die Tasten. Kann man sich Info anzeigen ist O. Okay. Da ist nochmal Würselkraut. Oh Gott. Und hieß es nicht, das wird mir irgendwie auf der Karte angezeigt? Was wünscht ihr von der alten Aura? Nix, nix. Alles gut. Da hinten ist noch Würselkraut. Aber das ist wohl fehlgeschlagen. Und die Einbeere, die respawnt nicht. Das heißt, diese Kräuter tauchen hier wahrscheinlich irgendwie zufällig auf? Oder habe ich immer nur eine Chance? Oder respawnen die doch? Hier sind nochmal Einbeeren. Wir versuchen nochmal. Stell dich mal vor, ihr seid so scheiße in Pflanzenkunde, dass ihr zu dämlich seid, um so ein paar Beeren zu pflücken. Ich glaube, da gehört schon was dazu, oder? Da sind zwei Söldner. Mit denen ich theoretisch reden könnte. Seid gegrüßt. Ihr seht so aus, als hättet ihr eine Frage. Und ihr seht aus wie ein Söldner. Darf man fragen, wohin ihr unterwegs seid? Dürft ihr? Grundwein und ich haben schon viele Male gemeinsam gekämpft. Nun folgen wir dem Ruf Ritter Traldars von den Silberfällen, den Orks in seinem Land ihren Übermut auszutreiben. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Chor mit euch. Einen Moment noch. Habt ihr vielleicht Lust auf ein kleines Kämpfchen gegen mich und Grundwein? Ihr scherzt wohl. Wie soll ich alleine gegen euch beide bestehen? Nur wenn ihr an euren Sieg glaubt, Zweifel jedoch hindern euch, eure vollen Kräfte zu entfalten. Seid ihr Söldner oder Philosoph? Wenn es euch gelingt, mich und meinen Freund Grundwein zu besiegen, soll mein Schwert euer sein. Nun, was sagt ihr? Ich muss erstmal ablehnen, vielleicht später. Wie soll ich denn das machen? Also ja, ich speichere ab und versuche es, aber ich werde wahrscheinlich scheitern, oder? Na, Lust auf ein kleines Kämpfchen? Lasst uns beginnen. Wo laufen Sie hin? Der Schottergrund, auf dem wir stehen, begrenzt das Kampffeld und darf nicht verlassen werden. Gekämpft wird bis zum zweiten Blut, also bis der Erste sichtlich verletzt ist oder das Kampffeld verlässt. Viel Glück und einen guten Kampf. Nicht jeder Konflikt lässt sich durch Wortwitz lösen. Manche Gestalten und viele Monster verstehen nur eine Sprache, und zwar die des blanken Stahls. Wenn du auf solche raufwütigen Zeitgenossen triffst, wird automatisch in den Kampfmodus gewechselt. Um einen Gegner anzugreifen, klicke ihn an.
Das Porträt des Gegners erscheint dann am oberen Rand des Bildschirms. Der Kampf besteht aus Folgen von Attacken und Paraden, die jeder Kämpfer automatisch ausführt. Auf einen erfolgreichen Angriff, einen Würfelwurf auf den Attackewert, folgt üblicherweise eine Parade, also ein Würfelwurf auf den Paradewert des Gegners. Gelingt der Angriff, werden Trefferpunkte der Waffe, um den Rüstungsschutz verringert, von der Lebensenergie des Gegners abgezogen. Ist der rote Lebensbalken verbraucht, so ist der Gegner besiegt. Obwohl die Helden automatisch ihre Gegner selbst angreifen, benötigen sie für viele Kämpfe deine taktische Hilfe. Mit der Leertaste kannst du den Kampf pausieren, um Befehle zu erteilen. Dirigiere deine Helden und schalte zwischen offensivem und defensivem Verhalten um. Wirke zerstörerische Zauber und führe mächtige Spezialschläge aus, um das Gefecht zu deinen Gunsten zu entscheiden. Bereite dich gut vor, denn während eines Kampfes kannst du keine Rüstungen mehr wechseln. Nun aber auf in dein erstes Gefecht. Rondra sei mit dir. Ja, okay. So sieht das aus, wenn ich so richtig schön aufs Maul kriege. Am Abendschrein findet ihr einen Heilkundigen. Geht und erholt euch vom Kampf. Kommt wieder, wenn ihr noch einen Versuch wagen wollt. Das lade ich neu. Das ist ganz weit jenseits meiner Liga hier. Aber... Na, Lust auf ein kleines Kämpfchen? Nein, danke, aber ich würde gerne etwas von euch erlernen. Finte können wir schon. Schwerter brauchen wir 5 Dukaten. Wuchtschlag. Brauchen wir 200 Steigerungspunkte für. Und unsere Körperkraft ist nicht hoch genug. Ja, schade. Aber. Lass mich kurz in dein Täschchen greifen. Ach, komm schon. Also den Kampf finde ich echt heftig. Hoho, Wanderer! Ihr seht aus wie ein Söldner. Wohin seid ihr unterwegs? Ich gaue gerade. Fragt Hügelbold, wenn ihr etwas wissen wollt. Na, 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 na. Das muss doch negative Konsequenzen haben mit dem Taschendiebstahl. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich von vorne oder von hinten komme? Das wäre auch nochmal ganz interessant. Wer kennt sich mit den Mechaniken gut genug aus, um mir das zu erklären? Mist! Der passt besser auf als sein Gefährte. Macht aber vielleicht wirklich einen Unterschied, wa? Okay, hier ist der Schotterkiesplatz. Wo wir das kleine Duell machen würden. Durchs Wasser kann ich nicht, okay. Da war schon mal eine Einbeere und Fellfetzen.
Da war doch gerade was. Wurzelkraut. Versuchen wir doch nochmal unser Glück. Glotz mir nicht auf den Arsch, Blödmann. Die Einbären sind wirklich kaputt, ne? Die kommen auch nicht wieder. Vielleicht, wenn ich das Gebiet verlasse, ich weiß es nicht. Aktuell geht hier gar nichts mehr. Das würde mich auch nochmal interessieren. Das könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob diese Sachen respawnen. Ich werde nächste Folge, wenn ich irgendwelches Kräutergedöns finde, werde ich vorher abspeichern und zusehen, dass ich auf jeden Fall einen Erfolg habe. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, das dann in der nächsten Folge von Drakensang, wenn wir uns vielleicht auch tatsächlich mal mit der einen oder anderen Quest hier in der Region auseinandersetzen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.